Ich habe mich jetzt schon den ganzen Tag wirklich auf das Spiel gefreut, also wirklich. Es wird einfach nur unglaublich. So, wir können mal gucken, was wir haben. Wir haben ja auch einen Boni-Shop. Gibt es Sachen zum Freischalten, aber ich denke mal, das ist hier reines Extra. Dann haben wir hier lauter Bilder und Modelle und alles. Nichts, was mich jetzt wirklich interessiert. Und hier Herausforderungen. Ja, da muss man wieder Sachen machen, dann bekommt man hier wieder Punkte. Aber das ist jetzt nichts, was für das Spiel wichtig wäre. Ja. Ich habe mir noch so eine Kleinigkeit gekauft. Bei Steam so ein paar kleine Extras, bestimmte Koffer und solche Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das dann automatisch habe oder ob ich das irgendwo aktivieren muss. Deswegen, aber es steht nichts da. Na gut, wir werden sehen. Ja, ich würde mal sagen, fangen wir ein neues Spiel an. Hauptstory, neues Spiel. Und wir spielen das Ganze natürlich wieder auf schwer. Ja, wer hätte es gedacht? Bene, die Resident Evil 4 2005 gespielt und Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben. Gegner sind stärker und herausfordernder, schwieriger, höhere Kaufpreise für bestimmte Objekte. Ja, das gefällt mir nicht. Aber egal. Wir werden es auf Veteran durchziehen. Ist egal. Ich habe mich vorher ein bisschen informiert, wo was ist so ein bisschen und ich denke, ich komme klar. Okay, dann legen wir mal los. Das wird wieder ewig werden, das Spiel. Ah, die erweiterte Schatzkarte wurde angewendet. Sie können auf der Karte nun sehen, wo sich versteckte Schätze befinden. Ja, das habe ich bei Steam gekauft, da gab es so eine Schatzkarte. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich habe ja gehört, dass man normalerweise das im Spiel kaufen kann, aber vielleicht ist erweiterte Schatzkarte. Ja gut, mal gucken, wir werden sehen. Resident Evil 4. Und das Ganze gefällt mir schon mal sehr gut. Ich habe das Gefühl, das wird ziemlich böse werden hier. Das hätte jetzt Ray sein müssen, das wäre es gewesen. 30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Ich bin ja froh, wenn man jetzt ein bisschen mehr über Leon erfahrt, so wie der so gut geworden ist, die Ausbildung und so, das ist schon echt nice. Dann erzähl mal, was willst du an diesem Ort, so nah am Arsch der Welt? Ich suche jemanden. Musst du dich bei Maneki beschweren, Voltboy? Der befiehlt kam von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Nur unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Und dieses Mal ist es bei kompletter Finsternis gleich mal. Finde ich richtig nice hier. Aber die Grafik insgesamt ist schon wirklich gut. Wie heißt das?
Natur ruft. Ich bin gleich zurück. Ja, die Natur. Der Frio. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du? Sehr gute Leon. Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Ja, genau wie das Original hier, die ganzen Sachen, die die machen hier. Nur halt noch viel, viel besser und ausgefeilter. Der lässt sich ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel ja. Zu, helft ihm. Dann gib dir doch selbst einen. Oh ja, und Action. Wir sind drin im Spiel. Was ist das hier für ein Wald, Alter? Das ist doch kein Wald mehr. Guck dir das an. Die Bäume, das sieht ja schon aus wie... Keine Ahnung, bei Hänsel oder Gretel oder sowas. Komm ich zurück. Ja, ich möchte ein bisschen veralbern hier. Hallo? Okay, dort kann ich nicht lang. Ist eine unsichtbare Wand diesmal. Meine Freunde haben auch gesagt, dass die dann alle entfolgen. Oh. Das wird Maneki nicht gefallen. Da muss er Ray festbinden an einen Baum und bestrafen für sein ungehobeltes Benehmen. So. Leon. Also ich gucke mich natürlich gut um hier. Oh, was ist das? Ich möchte natürlich nichts verpassen. Es gibt ja hier so vieles, was man machen kann. Ich sehe überall Krähen. Ich kann leider noch keine Waffe ziehen. Ich kann die Krähen nicht abschießen. Vielleicht haben die ja Gold, vielleicht auch nicht. Aber ich kann nichts machen aktuell. Ich kann nicht mal das Inventar öffnen. Aber das kommt dann gleich noch. Hier ist ein totes Rehlein. Toter Hirsch. Das ist, und hier sind Kerzen davor. Also das sieht schon ein bisschen so aus wie eine Art Opferung oder... Keine Ahnung, ja. Ich glaube, die hier Rituale abhalten. Naja. Der Ray. Den werden wir noch irgendwann einheizen. So, mit E kann ich in die Hocke gehen. Ja, ist alles ein bisschen ungewohnt. Ich glaube nicht, dass Leon hier groß was am Anfang aufnehmen kann, aber vielleicht. Ja. Kannst du das Messer? Nee, kann er nicht ziehen. Hier hinten ist auch nichts. Kein Geheimnis, nichts. Ja, das natürlich für mich jetzt komplett blind ist. Hoffe ich natürlich, dass ich nichts verpasse. Also, ich möchte schon alles Gold und alle Schätze haben. Ich meine, dafür habe ich auch schon allein die erweiterte Schatzkarte gekauft. Ich muss sagen, er soll im Erdboden verschwinden und nicht mehr auftauchen. Jemand zu Hause? Ich sehe gerade, ja, die Hütte ist auf jeden Fall jetzt schon größer als die alte. Das war ja damals, war es ganz klein und jetzt ist es voll groß.
ziemlich unordentlich. Könnte glatt wie bei mir zu Hause sein, nur, naja, nicht so alt. So alt ist es nicht. Hier haben wir irgendwas. Ich kann es mir angucken, aber was ich damit will. Nichts. Ah, doch. Primitive Talisman, das Urteil naht. Kann ich den nehmen? Akte erhalten. Ein Plan. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Hier ist eine Tür, die ist verschlossen. Ja, gut. Das weckt Erinnerungen hier. Oh! Steht da einfach da? Sorry, dass ich so reinplatze. Eiskalt ignorieren wieder. Die Ausbildung hat sich bezahlt gemacht bei Leon. Und es geht noch weiter. Das gefällt mir nicht. Das hätten wir wohl alle. Den Bann. Hätten ihn verfluchen sollen. Aber er hat immer einen Schlüssel jetzt. Ja. Boah, wie das riecht. Haben die den gekocht oder was? Nee. Ich glaube, so schnell geht das nicht. Hier ist ein totes Kaninchen. Ja, sehr köstlich auf jeden Fall. Polizeimarke, nationales Polizeikorps. Mario Fernandez, Castano, Polizeibeamter. Akte erhalten. Oh, ich kann das Inventar öffnen. Perfekt, dann kann ich mal sehen, was Leon hat. Er hat hier eine SG-09R. Eine Spezialanfertigung für Leon. Sorgfältig ausgewählte und verarbeitete Teile verbessern die Performance. Diese auf Basis der MAP-gefertigten Pistole. Hier sieht man die Werte. Das Laservisier kann montiert werden. Ja, kann. Erste Hilfespray, was das macht, muss ich aber nicht sagen. Vollständige Gesundheit. Und Kampfmesser. Eine Nahkampfwaffe. Leons treue Begleiter zu seiner Zeit beim LPD. Aber das hat eine Haltbarkeit. Das muss von Zeit zu Zeit repariert werden. Es ist echt schade, weil das Messer benutze ich ja mit Sicherheit sehr oft dann. Na gut. Wir haben keine Wahl. Ich muss einfach gucken, wie... Ich muss auf meine Erfahrung vom letzten Resi-Teil jetzt hoffen. Weil, so wie es aktuell aussieht, werde ich bald fallen gelassen wie ein gegessener Apfel. Nee, es darf nicht sein. Das musst du klar machen. Ich kann mal ein bisschen üben mit dem Messer. Wenn ich jetzt hier so einsteche, das macht ja nichts. Nö, das macht auch den Gegenständen nichts.
Ah, okay, immerhin die Bank geht kaputt. Sehr gut. Ja, das ist doch mal eine Physik hier. Ich erinnere mich ein bisschen so an... Ich weiß nicht. Ja, an allerlei möglichen Horrorfilme, die ich gesehen habe schon. Wrong turn. Vielleicht. Bisschen. Was ist los? Die sind alle komplett gaga. Die sind besessen. Aus der Jagdhütte kam ein neues Ziel. Oh, Kollege Polizier. Er hat ausgedient. Der macht keinen Millimeter mehr. Nee. Ich werde darauf hingewiesen, die Waffe zu ziehen. Das heißt nichts Gutes. Was war das? Hört! Oh, nein, nein, nein. Nicht dein Ernst. Okay, okay. Ja, komm. Ich wollte ihn ein bisschen abstechen. Nicht mehr witzig. Das ist wirklich nicht mehr witzig und ich... Der hat mich verletzt. Ich wollte jetzt bloß nicht meine ganze Munition verballern, weil ich habe nur noch 4 Kugeln. Leon ist ja nur mit einem Magazin hier rausgekommen. Ich mache ihm keine Vorwürfe. Damit hätte er nicht rechnen können. Aber trotzdem, das ist wirklich übel. Ja, wie gesagt, das musst du mit Maniki mal klären da. Die ist zaubert, wenn man so will. Leo, genau, mach mal die Taschenlampe aus. Warte mal. Ich habe gehört, dass man die Gegner auch langsam abmuxen kann, wenn man schleicht. Ich traue den Ganzen echt nicht. Auf der einen Seite möchte ich natürlich Gegner töten, dass ich vielleicht Geld bekomme oder sowas, aber ich weiß nicht, ob man hier was bekommt, großartig. Oh nee. Das sind 2. Okay, komm. Wenn einer herkommt, vielleicht mal ist es ganz gut. Kann man sich ja auch verstecken? Ich verstehe leider die Sprache nicht. Ja. Klar, sie ist ein wundervoller Mensch, aber Ray ist so ziemlich genau das Gegenteil. Ich weiß nicht. Oh, okay. Der wurde abgemessen, aber es kostet halt jedes Mal ganz schöne Dings da von dem Dings da. Das Messer wird kaputt. Bekomme ich jetzt wenigstens was hier drin?
Hier ist nochmal so ein Ding. Primitive Talisman, das Urteil naht. Na, das kenne ich. Das brauche ich nicht. Brauchen wir ein bisschen Munition oder sowas hier? Irgendwas? Müssen wir noch was geben? Er ist dicht. Leon, hast du eine Karte? Du hast eine Karte. Die Karte, wenn sie sich einmal verlaufen haben oder nicht, wissen sie, wo sie hin müssen. Kann ein Blick auf die Karte helfen. Dort können sie ihre Position sowie ihre Ziele jederzeit einsetzen. Haben sie eine Schatzkarte, sind auch die Verstecke von Schätzen darauf vermerkt. Jetzt gucken wir mal. Hier ist der Ausgang, nehme ich an. Erweiterte Karte plus... sind die Schätze, wichtige Objekte, na gut. Herstellen, ah, da steht, was man braucht, um Munition herzustellen. Sogar die Kräutermischungen werden erklärt. Das ist ja alles nice und schön, auch irgendwo. Akten. Über Ashley mal, vierte Person. Ashley Graham, 20 Jahre, Tochter des Präsidenten, Studentin. Äußeres Erscheinungsbild, siehe Foto. Der Kontakt zum Subjekt brach unvermittelt ab, als dieses sich von der Uni auf dem Nachhauseweg befand. Kurz darauf wurde das Subjekt zusammen mit seinem Bodyguards, alles Ex-Militärs, als vermisst gemeldet. Weitere Untersuchungen führten zu dem Schluss, dass das Subjekt von einer organisierten Gruppe entführt wurde. Woraufhin ein Team einberufen wurde. Unser Nachrichtendienst hat mehrere Sichtungen des Objekts in einem abgelegenen Dorf in einer Bergregion in Europa bestätigt. Ein Agent wurde mit der Aufgabe betraut. Es konnte bestätigt werden, dass die Täterhilfe von einem Insider hatten. Um Leaks zu vermeiden, bleibt diese Operation streng vertraulich. Die lokale Polizei wurde ins Boot geholt und ist unterstützend fähig tätig. Na gut. Was soll das? Funk. Keine Daten, Aufträge. Belohnungen, Zeugs hier. Ja. Wir werden sehen. Total. Also wenn ich das richtig sehe, kann ich jetzt hier nichts mehr machen. Aber Moment, warte mal, da war noch eine andere Tür. Leon, du hast Freibahn. Nicht, dass ich was stehen lasse, was uns helfen könnte. Ach so. Jetzt bin ich bloß wieder hier. Oder? Bin doch da. Geh mal nochmal dort rein. Boah, diese ganzen Fallen hier. Bin mir unsicher. Doch, das ist der Raum da, ja. Aber ich kann hier keinen Schub öffnen, nichts. Ich will was haben. Hier geht was. Oh, grünes Kraut, endlich mal. Bisschen Pistolmunition wäre auch ganz nice mal, aber... Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht.
brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was los? Melde mich. Ich find selbst raus. Er wollte nicht eindringen, aber dass die gleich so unhöflich reagieren. Ich kann jetzt auch nicht mehr zurück, hä? Ja. Tja, denn sind wir hier. Ich brauche Munition, verdammt. Wieso kriegt man hier keine Munition? Das greife ich nicht. Eine Krähe. Soll ich jetzt auf die Krähen schießen? Ja, die haben was. Es ist Schießpulver. Nice. Ja gut, vielleicht findet man gar nicht so viel Munition, weil man sie sich selbst herstellen muss. Das kann natürlich auch sein. Hier ist ein Fass, ja. Die kann man zerstören. Pistolenmoni, endlich mal. Aber mir gefällt das neue Design. Also ich meine, es ist dasselbe wie früher, aber es ist halt viel hochauflösender. Gewöhnliche Patronen für Pistolen. Diese Munition wird für ihre flache Geschossbahn, ihre gemäßigten Rückstoß geschätzt. Richtig geil, ne? Ah ja, diese Gastfreundlichkeit der Leute. Ich höre hier noch mehr Krähen. Ich möchte am liebsten alle erledigen, aber... Mal gucken. Ja gut, da geht's nicht weiter. Noch mehr Schießpulver. Und speichern können wir. Dem Menükoffer anpassen wurde ein Aktenkoffer hinzugefügt. Dem Menükoffer anpassen wurde ein Talisman hinzugefügt. Speichern und Objekte aufbewahren. Am Schreibmaschinen können Sie im Fortschritt speichern. Außerdem haben Sie dort die Möglichkeit, über die Aufbewahrung Waffen vorübergehend zu verstauen, beziehungsweise sie wieder von dort zu entnehmen. Ah. Das ist cool. Koffer. Ah! Die Fundrate für Pistolenmunition steigt. Die Fundrate für Geld steigt. Ja, die habe ich gekauft, aber was soll ich jetzt nehmen? Den hier, oder? Hm. Ich weiß nicht. Ich möchte Geld am liebsten haben. Wobei, am Anfang ist vielleicht Munition ein bisschen wichtiger. Wenn das was bringt. Na gut. Tun wir das mal nehmen und hier... Pistolenmunition selten. 30% häufiger Herstellungsbonus für Pistolenmunition. Dings anbringen. Ach, die kann man jetzt benutzen. Wenn ich jetzt den hier nehme. Hm. Okay. Höchst interessant. Aufbewahrung. Hm. Brauche ich nicht. Dann speichere ich mal. Es sind zu viele Sachen hier. Ich muss hier erstmal das checken.
Na, warte nur, bis ich ins Dorf komme. Das wird der absolute Albtraum. Weil ich glaube, das wird nicht mehr so wie früher. Oh, da ist ein toter Hund. Ist der Hund jetzt tot? Nein, nein, nein. Okay. Ein Vogel ist davon geflogen. Ich dachte nur, vielleicht 100 Pisseten. Mein erstes Gold. Ich denke halt nur irgendwie so, vielleicht hat jetzt der auch so eine Granate wie damals im Original. Lass mal gucken. Hier. Bisschen Munition. Also dieser Hund, dem man normalerweise helfen kann, lebt anscheinend nicht mehr. Ja, dachte ich auch gerade. Das ist doch der, den man befreien kann eventuell, aber... ist nix. Haben wir noch mal Geld? Das Ziehen ist ziemlich schwer, muss ich sagen. Alter. What the f- Warum sind die so aggressiv? Okay. Leon ist scheinbar doch nicht so gut ausgebildet, wie ich dachte. Dachte auch, dass die den hinzugefügt haben, aber na gut. Egal, jetzt machen wir nochmal das hier. Ey. Schießpulver. Schon besser. Ich muss doch die Gegner normalerweise, muss mir doch stunnen können, wenn man die hier umschubst oder sowas. So, kommt mal erstmal her. Stirb. Okay. Alter, was sind das für Angriffe hier? Jetzt chill doch mal. Was? Aha. Oh Mann, ich krieg die Krise. Hey Tenderer, yep. Das ist das Remake. Und ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Die Zombies sind viel stärker und gefährlicher und noch aggressiver als vorher. Das ist nicht mehr normal. Man kann die nicht mehr so einfach stunnen, also von dem her hast du das Remake schon mal gespielt, Tenderer? Wegweiser. Ja. Okay, nice. Oh nee.
verflucht. Aber echt. Ich muss echt aufpassen, wo ich nicht trete, und hier drin ist ein Typ. Ja. Mach mir eigentlich nur Sorgen um mein Messer, weil... Ah, komm, genau, ja, genau. Ah, ja, komm! Ich hab schon zu viel Energie beim Messer verbraucht. Blendgranate, geil. Raut. Macht das Tendere. Es ist wirklich gut, aber es ist gefährlich. Du wirst verzweifeln. Ich finde, die Gegner sind total unfair. Ich meine, ich bin ja froh, dass ich jetzt hier die Schätze habe. Also ich weiß, dass man normalerweise eine Schatzkarte im Spiel kaufen kann. Ich muss es vermutlich jetzt nicht, weil ich sie mir bei Steam gekauft habe für echtes Geld. Was totale Abzocke eigentlich ist, aber naja, gut. Ich wusste es jetzt nicht genau. Dann spare ich mir damit was. So, und das ist doch schon mal eine freundliche Einladung. Wenn man sowas schon sieht, dann heißt man, man ist stets willkommen. Das wird jetzt dann gleich richtig übel hier. Muss ja. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ey, da hat sogar noch gelebt. Das ist eine interessante Neuerung. Die feiern ihre kleine Party hier. Ich frage mich, ob der Trick jetzt mit der Tür, dass man da durchstechen kann, immer noch geht. Ich glaube nicht, aber ich muss es testen. Ich werde jetzt vermutlich mal kurz drauf gehen. Nur damit ich das ausprobieren kann. Dann mal los. Nee, geht nicht. Okay, dann will ich mal auf Basis bestimmter Materialien wie Rohstoffen, Schießpulver und Messern können neue Objekte hergestellt werden. Mit Rezepturen können sie ihre Repertoire an herstellbaren Objekten erweitern. Ja. Waffenschnellzugriff. Unter Objekte können sie eine Waffe dem Schnellzugriff zuweisen. Insgesamt können sie bis zu 8 Waffen zuweisen. Je nach 2 in den 4 Richtungen. Okay. Aber das brauche ich aktuell nicht. Ich will jetzt nur mal gucken. Geht aufs Haus. Ob hier wirklich der Typ mit der Kettensäge auch wieder kommt. Nö. Hier oben auf jeden Fall nicht. Oh. Okay. Ja, das war ein kleiner Test. Na denn, ich mache mir bloß Sorgen um meine Munition. Wie macht man diese Situation am besten jetzt? Ja, der wird wieder in Brand gesetzt. Ich meine, ich kann ja versuchen, mich zu schleichen, aber wenn ich die abmoxe, geht das Messer kaputt. Das kann ich mir nicht erlauben. Was ist das? Ach so, da brauche ich eine zweite Person. Ja gut. Wir haben wohl keine andere Wahl.
quieres esconder? Ja, 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 ja. Mal los. Na gut. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ah. Alter, die machen mich doch in 0, nichts platt. Verdammt! Okay. Schwierig als gedacht. Ja, wenn ich so wenig Munition bekomme, ist es ja auch kein Wunder. Okay, dann bleibt eigentlich nur noch eine Sache. Setzt jetzt den Polizisten in Brand. Ja, nur keine falsche Scheu. Ach du Scheiße. Das gehört ja sicher dazu. Ich muss in das Haus, wo diese Shotgun ist. Dann mal los. Leon klug wie er ist. Na ja, genau. Wollt mich doch verarschen. Ja, das ist ein bisschen härter als in Raccoon City. Oh, ich drück ständig die falschen Tasten. Leon, steh auf. Steh auf hier. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Nimm das Gewehr. Und dann nimm das hier, eine Handgranate. Mensch. Mach mir echt Sorgen, die sind hier alle komplett. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie. Ah, ich habe eine Idee. Ich weiß was. Da gab's doch was. Wow. Schreib das auf die Rechnung. Ey, ey, ey. Was soll das? Oh, wow, wow, wow. Nicht euer Ernst. Oh. Okay, ich brauche ein Erste-Hilfe-Spray. Früher wusste ich, was ich tun soll, aber hier fühle ich mich komplett aufgeschmissen. Ich gehe jetzt mal einfach hier hin, wo ich ein bisschen sicher bin. Und dann machen wir mal ein bisschen Munition oder sowas. Also ich kann jetzt das hier... Ich brauche 5-mal das hier und dann... Oder 12-mal, dann können wir... Ja, mach das hier. Shotgun ist, glaube ich, doch ein bisschen sinnvoller in der Situation. Wir haben... Handgranate haben wir 4 Stück. Ja. Ah. Okay, okay, das bringt hier überhaupt nichts. Die Sache ist halt, ich will auch das ganze Zeug mitnehmen. Ja gut, die Pistole kann man sich fast schon schenken in der Situation. Noch mehr?
Ah, falsche Taste. Verdammt! Also das Messer ist auf jeden Fall hinüber. Hey, wo ist die Handgranate hin? Ach so, ich hatte bloß eine. Das war bloß... Ah, es sind bloß die Zahlen hier. Ja gut, dann bringt das ja nicht viel. Alter, das Gewehr bringt ja fast nichts. Bis Leon mal nachlädt, ist, dauert's ewig. Ey, wie soll man das schaffen? Jetzt mal im Ernst. Das kannst du mit dem anderen ja nicht vergleichen, einfach. Ich kann ja nicht mal mein Messer benutzen. Hätte es nicht auf Schwert spielen sollen. Es hat mit dem anderen Resident Evil nichts mehr zu tun hier. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich hätte vielleicht noch eine andere Idee, aber das... Na gut. Ich brauche auf jeden Fall... Ich brauche so einiges. Da ist ein Dings, da kommt man nicht ran. Gefällt mir nicht. Mist. Ja, jetzt ist das Messer wieder kaputt. Meine, ich kann ja schießen, aber selbst Leon schießt viel zu langsam. Kann ich gegen eine ganze Horde Dorfbewohner gewinnen? Das geht einfach nicht. Was für ein Albtraum. Ja gut. Leon, renn mal Richtung Gewehr. Dann mal los. Und dann nimmst du alles hier mit. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Na doch, ich habe eine Idee. Ja, gut. Ja. Oh. Ja. Leon. Lass dich doch nicht schnappen, einfach so. Schreib es auf die Rechnung.
gedacht, es geht ja nicht mehr. Leon hat ja schon sein Messer verbraucht. Jetzt bin ich hier oben, dachte ich eben. Ach. Muss man da auf Zeit spielen oder eben sowas? Ich kann nicht gewinnen, ich muss irgendwas machen. Tendra, hol dir das Spiel nicht, das ist ein Albtraum. Das macht dich fertig. Das ist zu viel für mich. Warum muss der Anfang gleich so heftig sein? Auf der einen Seite. Weiß nicht. Ich habe mich einfach nicht gut vorbereitet. Immerhin hörst du das. Das Problem ist, der Typ mit der Kettensäge, der kommt halt jedes Mal, wenn man in die Hütte geht. Aber da ist halt die Shotgun drin. Okay, hier kommt auch einer. Gut zu wissen. Wie soll ich den erledigen? Das geht ja gar nicht. Ich habe keine Chance. Kann man den Schwierigkeitsgrad nicht runterstellen? Nee, oder? Ich versuche es jetzt noch einmal, aber... Ich weiß nicht. Erstmal muss ich hier rein. Das ist schon mal das Erste. Dann kämpfe ich halt von hier aus. Ich glaube, da habe ich eine gute Sicht. Du bist erledigt. Ich drücke auch immer die falschen Tasten, merke ich. Also es ist wirklich schwierig. Okay. Ich habe keine Chance, ich kann es nicht schaffen. Das Spiel hat mich verarscht. Die Übung vom letzten Resident Evil bringt überhaupt nichts. Wir müssen die Schwierigkeit runterstellen.
Das ist bloß die Frage. Wird vermutlich ein neues Spiel beginnen müssen, um das zu machen. Bringen seinen Talisman und Aktenkoffer an. Wie jetzt? Ja, die Boni bringen mir ja überhaupt nichts. Was will ich denn da machen? Bonuswaffe? Ich weiß nicht, so, na gut. Und wenn ich ein neues Spiel mache. Tja, wenn ich jetzt auf Standard spiele, bei einem Game Over kann der Spielmodus zu assistiert gewechselt werden. Höhere Ausbeute beim Herstellen von Munition, teilweise Autoerholung der Gesundheit, wenn die Statusgefahr. Ja, wir machen jetzt das. Alles an, das ist schon ultra schwer hier. Resident Evil 4. Das überspringen wir alles. Vielleicht bekomme ich jetzt ein bisschen mehr Objekte. Ich fürchte, dass dieses Projekt sehr lange dauern wird. Ja. Vault Boy, du hättest mich warnen sollen, wie schlimm dieses Spiel ist. Gegner sind total verrückt, als ob sie auf Crack mit Crystal zusammen wären. Na gut. Zumindest kenne ich jetzt schon mal den Anfang. Na, Capcom. Die haben mich nicht so richtig gewarnt, ich habe es nicht gesehen. Wie weit ist er denn gegangen? Mal gucken, vielleicht finden wir jetzt im Haus auch ein bisschen Munition. Kleine Entschädigung. Stand bei Veteran, dass es für alt eingespielte Spieler ist. Ja, aber die meinten auch, dass es für alt für Leute, die halt das alte gespielt haben, aber das kann man nicht vergleichen. Das alte hat eine ganz andere Steuerung und Dynamik. Das hier ist deutlich schwieriger und behäbiger. Es ist halt realistischer und alles und so, aber zu Hause? Das macht es halt auch schwieriger. Weil die Gegner einfach so überraschend sind. Die sind auch viel klüger jetzt. Man kann das Verhalten nicht mehr so vorhersehen. Ach, das ist das... Ach so, jetzt verstehe ich's. Das ist der Raum, wo ich ja vorhin nochmal die zwei Typen getroffen habe. Die hätte man nicht erledigen müssen. Ah, sehr gut. Einen Moment, ich muss mir was zum Trinken holen. Kleinen Moment.
Jetzt. Mr. Leon Kennedy. Ah, jetzt kenne ich mich auch ein bisschen im Haus aus, ja. Ich bin da bloß zum Spaß runtergegangen. Das gefällt mir nicht. Mir schon. Boah, wie das riecht. Ich finde es ja schön, dass das alles kommentiert auch. Leon. Du sollst das Aufschließen nicht die Tür schnetzeln. So, ich hoffe, dass der erste Zombie jetzt dann gleich mal wenig aushält. Und jetzt gehen wir eigentlich nur wieder hier raus. Das war schon alles. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier unten nichts zu holen gibt. Also hätte man ruhig ein bisschen was machen können, dass man sich besser fühlt. Ich habe nur ein Magazin und... Was war das? Leon hat nicht mal ein Ersatzmagazin dabei, nichts. Das ist schon sehr leichtsinnig. Nicht dein Ernst. Mein totaler Ernst. Die sind auf jeden Fall stärker. Langsam ist es nicht mehr witzig. Aber die in dem Haus, die haben ja anscheinend nichts dabei, also brauche ich die gar nicht abmoxen. Wir müssen nur hier raus. Okay, Leon. Damit bist du zumindest schon mal draußen. Hast den ersten Dings geschafft. Hopp, 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 stehen bleiben. Wir wollen hier keine Gnade gewähren. Und ein bisschen dann. Bisschen Money. Ich bin für jede Kugel dankbar. Oh, okay, dann gucken wir mal wieder. Aktenkoffer, das ist ja... Ich nehme jetzt mal wieder den und tun es hier anbringen. Dann bringt es ja was, ja? Und ich wechsle dann im Laufe des Spiels vielleicht mal zu den goldenen. Was hat er denn gesagt? Warte, warte, Leon. Besser. Diesmal habe ich beide erwischt. Oh, aber die nicht. Ach so, ja gut, der hat sowieso nichts.
Das Schießpulver ist vor allem auch wichtig. Und er hat einen Rubin. Gut, dass ich auch normal umgestaltet habe. Vermutlich ist das die Folge davon. Ja, auf schwer kann man das nicht spielen am Anfang. Das ist zu schwer. Das kann man mit den anderen Teilen nicht vergleichen. Die Zombies sind einfach viel intelligenter und so schnell. Früher waren sie ja immer alle so langsam und jetzt, naja. Aber ich darf die Zombies nicht leise ausschalten, weil das kostet dem Messer zu viel Energie. Lieber vom nahen Abmessen, ja. Was ist das für ein Angriff hier? Guck dir das an. Ja. Oh, der ist schon tot. Perfekt. Dann du. Interessant. Das ist schon deutlich besser. So, hier ist eine Falle. Die wird mich diesmal nicht erwischen. Und hier ist der Typ drin. Eieieiei. Bam! Rotes Kraut. Blendgranate. Und Pistolenmuni. Lappala. +10, +13. Na, wir werden ja sehen. Dieser Kopf hier. Egal. Wir haben zu tun. Wir werden jetzt hier uns abmoxen lassen. Aber wenn der eine Typ jetzt mit der Kettensäge kommt, dann kommen ja die anderen nicht, oder? Soweit ich das gesehen habe. Ups. Dann mal los. Ich möchte auf jeden Fall. Es gibt ja mehrere Fallen hier. Ich kenne nur die hier. Schreibt es auf die Rechnung. Ich muss den halt auch das ganze Zeug hier abnehmen, weil sonst bringt das ja nicht viel. Da hat irgendwo jemand den Kopf verdreht. Mein Glückstag. Granate würde ich mir eigentlich gerne aufheben, vielleicht für die Bossgegner. Ich merke jetzt schon sofort, dass es viel einfacher ist. Es kommen weniger Gegner vor. Leon. Renn, Leon. Was zum... Was wirst du mir zeigen? Ho, 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 ho.
Nicht stehen bleiben. Einfach mal hier rüber. La 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 la. So. Der ist erledigt. Ich werde jetzt einfach von hier aus alle erledigen. Verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Ich denke mir irgendwie so, Leon ist doch voll der Spezialagent, der lässt sich von denen hier ärgern. Ich komme ja auch nicht mal richtig vorbei. Diese Situation hier hasse. Wollt ihr mich verarschen? Komm da an die Munition nicht ran. Ich weiß ja nicht, ob die Sachen hier verschwinden, aber ich gehe mal davon aus. Die Glocke, läutet! Schwindet! Beziehungsweise, lass dich umlegen. Ich hätte aber gern den mit der Kettensäge noch umgelegt, dann hätte ich noch mehr Geld bekommen. Kann man das nochmal schnell abspeichern hier, irgendwie sowas? Warte mal, das machen wir doch nochmal. Kann doch nicht sein. Wenn ich schon den Typ mit der Kettensäge bekomme, dann möchte ich den auch erledigen. Das war jetzt gar nicht mal so schwer am Ende. Ich dachte, dass ich viel mehr umlegen muss, aber diesmal ging's. Ja, diesmal bekomme ich keinen Edelstein. Und es ist teilweise wirklich immer Zufall hier, was man bekommt. Okay. Na, es läuft doch. Ja, gut. Der läuft definitiv nicht mehr so einfach. Verflucht. Ach, Leon. Hast gar keine Energie verloren. Ah, was hast du jetzt davon?
So, jetzt nochmal. Hier gibt es einige interessante Sachen, die man machen kann. Also, wir gehen Richtung Scheune. Hallo, kommt alle mit. Au. Rohstoffe? Na, aber ich habe nicht viel erwischt. Egal. Wir gehen jetzt mal heran. Mein Glückstag. Schnapp hier alles mal. Kein Durchgang. Na, für mich schon. Ich habe mal gehört, dass der Kettensägen-Typ auch die anderen platt macht, wenn es drauf ankommt. Der nimmt auf nichts Rücksicht. Also vielleicht kann ich mir das zunutze machen. Schlägt da alle zu hier. Au. Und die hier ein schnelles Ende. Ich weiß nicht, diese Typen sind alle verdammt verrückt. Damals wussten wir, was zu tun war, aber heute wissen wir es nicht mehr. Und das überspringen wir. Dann mal los. Schreibt es auf die Rechnung. Ja, kommt alle hier durch. Ja, die Kuh haut alle kaputt. So muss das sein. Alter, was willst du denn da machen hier? Ich brauche Munition. Das ist das erste Mal, dass ich bei einem Resident Evil nicht wirklich weiß, was zu tun ist. Sonst weiß ich es immer, aber diesmal nicht. Oh, perfekt. Schon besser. Versucht, die hochzuklettern. Das war vielleicht nicht so gut.
Wobei, die stellen es vermutlich sowieso gleich wieder auf. Ja. Shit, ich muss weg. Leon! Awesome! Wie stark ist der eigentlich? Geht aufs Haus. Nein, ausrüsten. Smaragd. Ich glaub's gar nicht, wie hart das jetzt war. La campana. Alguien de fe. Los invoca. Tenemos que servir. Aber dann eiskalt ignorieren. Ey, Leon, ich würde die jetzt umlegen, alle. Na gut, wobei, nicht, dass sie dann wieder aggressiv werden. Resident Evil 4. Damit beginnt es so richtig. Weiter, komm weiter. Ich bin schon ganz abgedreht. Jetzt kann ich endlich mal hier alles aufsammeln. Komm, Conda One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Ja, spart dir das Gefasel. Ja, wir haben es geschafft. Der Prolog ist geschafft. Unglaublich. Das war jetzt aber auch verzückt hier. Und hier werden Schätze angezeigt. Hier ist sogar noch ein Kraut. Ja. Da bin ich dran vorbeigelaufen. Ja, deswegen weiß Leon, dass hier ein Kraut ist. Ab jetzt kann es nur noch einfach werden. Wobei, es gibt ja noch diese eine Szene in der Jagdhütte. Das wird vielleicht übel noch. Oh toll, Leons Messer ist kaputt.
Ich hoffe, dass bald ein Händler kommt oder dass wir ein zweites Messer finden. Weil die Gegner nicht mehr zu messen, das ist dann schon nicht so schön. Macht richtig Spaß hier. Weil es so wirksam ist. Mal gucken. Wollen unsere Vorräte aufstocken. Das ist alles nicht mehr ganz so sauber hier. Eine Truhe. Wir haben kunstvolle Halskette. Schätze kombinieren. Unter Wichtiges und Schätze können Sie sich Ihre gesammelten Schätze ansehen. Manche Schätze können Sie zu einem höheren Preis verkaufen, wenn Sie sie mit Edelsteinen besetzen. Ganz genau. Das war jetzt ein Schatz. Ich frage mich, ob die Hühner auch Eier legen. Denk an den Schatz. Ja, tue ich ja. Denk hier an alles. Da müsst ihr keine Sorgen machen. Gold, 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 Gold. Ich will so viel Gold wie möglich haben. Wie sieht es eigentlich mit der Munition aus? Also das Gewehr ist leer, aber hier haben wir ein bisschen was. Ich kann mal ein bisschen herstellen. Flintenmunition. Herstellerbonus haben wir jetzt 2 mehr. Das ist doch schon mal was. Muss mich entscheiden, ob ich den Bonus von einem Gewehr haben will oder Dings da. Hier ist auch alles ausgebrannt. Aber wollen wir mal gucken. Was hatten wir hier drin noch? Halten. Achso, hier, ich hätte hier. Ja, hat auch nicht viel gebracht. Nehme ich mal an. Liegt noch ein Schatz. Okay, also die Dings verschwinden anscheinend nicht. Immerhin. Da vorne irgendwo müsste ein Spinell sein. Hier. Ein Seitenkristall. Na gut. Spinell wäre mir ehrlich gesagt lieber, weil ich glaube, Spinell sind ja auch eine zweite Währung. Deswegen, da vorne ist da noch einer. Oh, das ist die verschlossene Truhe. Dicht.
Ich glaube, da kommt man nur mit Ashley rein. Höchst vermutlich. So, ist hier alles kaputt? War ich da nicht gerade drin? Hier war ich doch. Und da ist dicht. Das ist ein anderer Schatz. Da brauche ich einen Schlüssel. Ja, da ist nichts zu machen. Nö. Hat sich einer versteckt hier. Der wollte den Kirchengang nicht antreten. Ich habe leider kein Messer mehr. Aber der Tritt macht auch schon viel. So, was ist jetzt das andere hier? Das ist da. Aber da komme ich doch nicht rein. Komm da nicht rein. Nein, nein. Da kommt man nicht rein. Aber egal, ich komme ja nochmal hierher. Bin sowieso schon klar im Vorteil. Oh. Diese Leute sind krank. Mehr als krank. Die sind noch schlimmer als die Zombies in Raccoon City. Viel schlimmer. Oh, sieh an, ein Rubin. Immerhin. Wer hätte das gedacht? Pistolenmuni? Und ich glaube, dann müssen wir hier langer. Ja. Da ist sie. Die Müde ist hier. Ich versuche mich zu orientieren, wo das ist hier. Was ist eigentlich dieses Symbol hier, hä? Was bedeutet dieses Symbol? Gibt es da noch was zu holen, oder? Ich glaube, da muss ich nochmal gucken. Was den Schatz auf dem Dach? Welchen Dach? Ach so, da geht's da rein. Ein Schornstein? Da ist ein Schornstein, da ist ein Schornstein. Aber normalerweise werden die doch angezeigt. Oder etwa nicht? Hier ist nichts mehr. Und weiter geht Leon auch nicht hoch. Da ist nichts mehr da. Ich weiß, dass da früher mal der andere Edelstein lag, aber hier ist jetzt der andere Seidenkristall. Also ist da keiner in dem Sinne. Wenn, wie gesagt, ich komme später nochmal zurück. Also das ist kein Drama. Ich weiß schon, wo ich bin, aber die Gegend hat sich hier ganz schön verändert.
Handgranate. Okay, pass auf. Ich möchte jetzt doch den hier nehmen. Und Leon, du darfst speichern. So. Du hast... Lad mal das Ding hier nach. Das sind blaue Medaillen. Verdammt, ich will mein Messer zurück. Da war früher ein Schatz, der ist jetzt nicht hier. Da ist ein braunes Hühnerei, perfekt. Und Pulver. Also die Entwickler haben sich sehr viel Mühe gegeben mit Dekorationen, mit den Hühnerknochen und dem allen. Sehr nice. Schweine. Noch eine Handgranate. Lol. Das war ja auch mal witzig. Ja, die Medaille müssen wir abschießen, das ist klar. Eins von fünf. Hast du gesehen? Normalerweise müsste doch da irgendwo so ein Hinweiszettel aber liegen. Weil ich weiß ja, dass das ist ja so eine Art Extra-Mission, die man machen kann mit den Medaillen. Da bekommt man... Oh, wieder ein Ei. Egal, wir werden alles durchsuchen, wir werden schon was finden. Dicht. Da ist ein Zettel. Da steht: Blauauftragszettel. An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die auf Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. Gefundene Aufträge werden unter Akten abgeheftet. In Gottes Namen, kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben. Alle blauen Medaillons zerstören auf dem Bauernhof. Gibt als Belohnung 3 Spinels. Warum habe ich eigentlich so wenig Reichweite? Das fragst du mich jetzt? In dieser Situation? Weil ich neu bin? Keine Ahnung. Oder weil die Konkurrenz zu stark ist? Sagen wir es mal so. Hallöchen. Oh, 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 das sieht nach einer Sprengfalle aus. Ein gelbes Kraut. Das ist das erste gelbe Kraut.
Dann tun wir doch mal ein bisschen kombinieren. Herstellen. Ach so. Dann mache ich das jetzt so. Und das. Und das andere brauchen wir eigentlich noch gar nicht so mischen. Freut mich, wenn es dir gefällt. Ich gebe mir Mühe. Bei Resident Evil kenne ich mich ja meistens aus. Nur bei dem jetzt nicht ganz so gut. Aber ich lerne hinzu. Alles muss man selber machen. Ja, aber... Ach, da fehlt ein Zahnrad. Drücke mir die falsche Taste. Noch eins. Das war Nummer 4. Oh, 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 hallöchen. Kritische Treffer. Was zum... Ich hab was gehört. Was ist das denn für ein Freak? Na gut. Den bringen wir einfach so um. Muss doch den fertig machen. Wie oft will der jetzt noch aufstehen? Okay, ich bevorzuge den Abgang hier. Das ist schon sehr verwirrend hier, muss ich schon sagen. Also im Gegensatz zu früher. Weintanne. Der war fies. Egal. Okay. Leon, nimm mal das. Okay. Ah Gott, da sieht man, wie viel das halt. Na gut.
Ich finde eigentlich, das läuft ganz gut hier. Ah, ein Zahnrad. So kleinere Rätsel kommen hier. Küchenmesser. Ah, ein neues Messer. Darf ich mal sehen? Ein einfaches Küchenmesser, dessen Klinge leicht bricht. Ja gut, das ist nicht so. Aber es ist immerhin Messer. Ah, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Na denn, Leon? Aber da kannst du halt wirklich dich dermaßen umgucken hier. Weil du einfach erstmal schauen musst, wo hier überhaupt was ist und so. Und bei der Gelegenheit kann ich auch gleich nochmal speichern. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen werden. Ich hatte mir gedacht, ich spiele so ungefähr 3-3,5 Stunden oder so. Keine Ahnung. Was passiert eigentlich, wenn ich auf ein Tier schieße? Also man bekommt auf jeden Fall nichts. Aber das sorgt vielleicht für Chaos. Chaos und noch mehr Chaos. So, ich guck mal auf die Karte. Hier ist eine Medaille. Die wird angezeigt. Medaille ist hier ganz hinten. Was hängt denn da am Windrad? Das ist eine gute Frage. Ich glaube da... Ach so, ah! Das ist ein Schatz und... Oh, ich glaube... Perlenkette. Da muss man aufpassen, dass es nicht in den Brunnen fällt. War das jetzt hier eingezeichnet als Schatz? Ich habe es jetzt gar nicht bemerkt. Egal. Diese blaue Medaille. Wo ist jetzt die? Die ist da hinten. Ich sehe... Ich sehe nichts. Ah doch, ja gut. Gut versteckt. Das hätten wir. Ja. Du bist ja quasi mein zweites Auge. Wenn ich was nicht sehe, bist du es hier. Guck mal, ein Schrein. Ah gut. Da braucht man das ganz sicher nicht. Ein Schatz.
Na denn, Leon. Benutzen mal das Dings hier. Und sonst war hier noch was. Ja, war doch noch jede Menge. Oder auch nicht. Ich glaube, in dem Gebiet sind wir fertig. Ja, hat sich alles ziemlich gewandelt, aber gut. Ja, der Schatz, da komme ich ja, da ist er wieder verschlossen. Das muss man sich merken. Muss ich mir merken. Was haben wir hier wieder für einen Leichensack? Ja. Neuer Weg, jetzt wird's interessant. Zwei Wege oder doch plus einer? Hier geht es auch noch irgendwo lang. Aber ich denke mal, hier reinkommt nicht. Nope. Noch nicht. Tausend Peseten, ja gut. Das ist dem Koffer geschuldet, definitiv. Und hier ist nichts, okay. Da draußen werden noch Schätze angezeigt. Das ist Ziel. Ich will den Händler haben. Ich möchte endlich mal sehen, wie das ist mit dem Handeln. Die haben mir einfach mal Dings gezündet. Ich habe ja zum Glück ein Küchenmesser. Das Messer macht am meisten Spaß, das muss man einfach so sagen. Also das hat er drauf. Hey Menko Rose, was geht? Was läuft? Ah, Leon. Ja, keine Panik. Nur keine Panik. Alles gut, du bist gute diese. Klar ist der gute diese. Ja, ich hatte am Anfang richtig Probleme, aber mittlerweile. Jetzt geht's.
Lass mich nachdenken. Jetzt kommen wir hier hin, genau. Kommt bestimmt gleich einer mit Dynamitstangen, ja. Da vorne oben siehst du schon. Oh, nee. Leon? Ach du Scheiße. Dieses Schwein ist ja völlig verrückt. Ja, ist alles dicht. Es ist ganz offen gesagt nicht gut. Ach, Leon. Oh, nee. Ey, das ist... Wirf Dynamit. Darauf habe ich gewartet. Oh yeah. Der Typ hilft mir richtig. Ständig die falsche Taste, ich drück ständig Dücken. Das ist nicht gut. Was hast du jetzt davon? Was denn noch? Ich seh den ja noch nicht mal. Egal, einfach alles mitnehmen, was geht und damit glücklich werden. So. Du gibst definitiv keinen Laut mehr von dir. Ist das eine Falle? Nope. Oh, Kasse und TNT, ja. Ja. Mit Feuerwerk sollte man nicht einfach leichtfertig umgehen. Aber die Dorfbewohner übertreiben es ja. Wir werfen da einfach mit den Dingen hier um sich, als ob es schon wieder Silvester wäre. Ah, kein Problem. Die Fallen tun kaum weh. Die nerven nur ein bisschen. Oder, Leon? Die nerven dich nur. So, kommt mal her. Ich möchte euch schön einzeln erledigen. Das ist einfach mit denen.
Wieso ist das ein Kritikpunkt? Weil es zu leicht geht? Ah, ich höre schon Louis. Das bedeutet, jetzt kommt gleich der erste Händler. Freut euch drauf. Louis! Ein Messer kaputt gehen kann? Das ist mit Sicherheit ein Kritikpunkt. Ja, guck mal, da ist eine Tür, da brauche ich wieder einen Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, das ist wieder ein Schatz. Da hinten wird was angezeigt, aber da ist überall alles dicht. Ja. Das ist ja nicht anders zu erwarten. Fische, ich will Fische haben. Leon kommt nicht dran. Kann der da nichts machen? Brauchst ja mehr Schlüssel als einen Gefängniswärter. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Also braucht ihr so viel Schlüssel, das muss man sich auch erstmal alles merken dann. Nein, gut, in die Gebiete kommt man vermutlich automatisch nochmal zurück. Also von dem her sollte ich hier nichts verpassen. Hier etwa? Hier etwa? Und hier ist nochmal ein Schreiner. Ich brauche ein Objekt dafür. Hallöchen. Ah, schon wieder. Warum ist hier alles verschlossen? Das tun wir besser mal entschärfen. Komm gar nicht ran. Hier ist irgendwas. Gold, 1000 Gold durch den... etwas mehr durch den Koffer. Und hier haben wir ein Bildchen von eventuell Louis Serra. Was ist das? Ich kann nochmal nachgucken, aber holtes Bild. Ja, ganz nett. War das gerade ein Mr. Reckenständer, wo... Ich kenne nur die Salazars Figuren hier. Habe ich vermutlich sowieso schon eine verpasst, wobei... Hier oben hin kommt man nicht, oder? No. Das Rote im Regal. Nee, es ist bloß... so ein Farbdings da. Ich dachte, vielleicht ist da auch was, aber nö. Boah, kann da nicht mal ruhig sein. Wer war das?
Ach, dein Easter Egg. Hätte sein können. Ziemlich dunkel hier unten. Oh, sieh mal einer an. Das ist ein bisschen anders diesmal. Alter, Alter. Etwas Feingefühl. Sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal, hast du eine Kippe? Weißt du, die sind dein wahres Grab. Oh, na gut. Dann mach mich wenigstens los, hm? Joder, nicht der Typ! Wer sind sie? Stehen bleiben! Das ist der Bürgermeister. Und er ist genauso stark wie früher. Diesmal hat er die Spritze in der Hand. Okay, früher hat er uns das nicht gespritzt. Da war es Sattler, ja. Wir haben das Kapitel geschafft. Und ich möchte speichern, ja.